Ich bin nun hier in unserer neuen Werkstätte. Wie man sieht, ein bisschen ist noch unaufgeräumt. Liegt eben daran, dass wir noch mitten im Siedeln sind, aber einiges können wir schon herzeigen. Und hier sollten wir auch irgendwo unseren Werkstättenleiter Reisel finden. So, lieber Werkstättenleiter Alexander Reisel, lieber Alex, wie bereits von mir schon angekündigt, möchte ich dich bitten, dass wir kurz unsere neuen Werkstätten herzeigen. Es freut mich besonders. Gerne präsentiere ich unsere neue Werkstätte. Wir sind hier in der mechanischen Grundausbildung, MGA. Zu sehen Handarbeitsplätze, wo wir wirklich mit den grundlegenden Dingen beginnen. Sprich sägen, anreißen, feilen, entgraten, Gewinde bohren, im Hintergrund die Bohrmaschinen, eine Bandsäge. Das ist der Bereich der mechanischen Grundausbildung. Wir befinden uns hier in unserer Schmiede, Umformtechnik, ausgestattet mit neuen Gasessen, wo wir unser Material über einer Gasflamme erhitzen, eingebettet in Keramikchips und dann in späterer Folge vorerst händisch an den Anbossen schmieden. Und in späterer Folge ist geplant, hier ein Schmiedehammer, wo wir dann maschinell den Teilen die Form geben können. Wir befinden uns im Stahlbau, wo im Anschluss an die mechanische Grundausbildung unsere Schüler dann in den höheren Jahrgängen weiterführende Arbeiten durchführen. Geht los von einfachen Konstruktionen, wie zum Beispiel so eine Duftlampe. Alle Blechteile werden ausgeschnitten. Aus der Ausklinkmaschine können die Löcher gestanzt werden, die Ecken ausgeklinkt werden. Das wäre so ein typisches Beispiel, beziehungsweise ein Unterstellbock, wahrscheinlich jedem bekannt, für das Absichern eines gehobenen Kfz. Was wir noch gesehen haben, im Beitrag vom Herrn Fürli, die Konstruktion der Küchenlampe, das wäre so ein typischer Bauteil, der im Stahlbau gefertigt wird. Wir befinden uns hier im sogenannten Schleifraum, ausgestattet mit zwei Handplätzen, wo verschiedene Bauteile bearbeitet werden können mit Winkelschleifer und natürlich unsere Plasmaschneidanlage für das Ausschneiden von diversen Blechteilen. Gehen wir davon aus, natürlich CNC gesteuert. Natürlich CNC gesteuert. Wir können da die Zeichnung einlesen und automatisch fährt die Maschine die Kontur ab. Wir befinden uns jetzt in der Schweißwerkstätte, wo wir sehr stolz sind. Wir haben hier eine ganz tolle, moderne Ausstattung bekommen mit Vorzeigeplätzen für den Lehrer, den Schweißkeulen für die Schüler und natürlich sehr viele verschiedene Schweißverfahren sind hier möglich. Wir befinden uns in den Kfz-Werkstätten, wo unsere jungen Fahrzeugtechnikerinnen und Techniker ausgebildet werden. An kleinen Motoren bis hin Getriebe und natürlich auch, wie zu sehen ist in dieser Werkstätte, auch an großen Motoren ausgebildet werden. Wir befinden uns jetzt in unserer Werkstätte mit der geplanten Bremsprüfanlage. Ausgestattet ist diese Werkstätte noch mit Reifenmontage und auch Wuchtmaschine. Wir sind nun in unserer Oberflächentechnik Galvanik, die im vorderen Bereich ausgestattet ist mit verschiedenen Schleif- und Poliermaschinen beziehungsweise einer kleinen Sandstrahlanlage und natürlich einer Pulverbeschichtungsanlage, weil ja, wie wir schon wissen, dieser Bauteil wurde von der Kundin gewünscht, pulverbeschichtet in Schwarz. Wir sind nun angelangt in der Galvanik, ausgestattet mit den verschiedensten Becken für verschiedene Beschichtungen, ob Chrom, Nickel, Kupfer, verzinken, vergolden, versilbern, alles ist möglich. Wir befinden uns in der mechanischen Werkstätte, ausgestattet mit Drehmaschinen. Beginnen unsere Schüler im ersten Jahrgang mit der Grundausbildung fürs Drehen und geht dann weiter in späterer Folge auf die Fräsmaschinen, Ausbildung aufs Fräsen. Das ist nun der zweite Teil unserer mechanischen Werkstätte, wiederum ausgestattet mit
Universal-Drehmaschinen, geht dann wieder weiter auf Universal-Fräsmaschinen bis hin zur Einführung in unsere Welt der CNC-Technik. CNC gesteuert haben wir natürlich auch einen Lasercutter zu bieten, weil wir machen unsere Schilder selbst. Man sieht den gebündelten Lichtstrahl. Leistung unseres Cutters 80 Watt. Wir sind nun in der Montagewerkstätte angelangt. Werkstücke haben wir bisher genügend produziert. Nun ist es an der Zeit, diese zusammenzubauen. In dieser Werkstätte geht es darum, diverse Montagetätigkeiten durchzuführen, Lager auszubauen, Lager einzupressen, verschiedene Pumpengruppen ein- und auszubauen. Alles, was die Montage betrifft, wird hier vermittelt. Wir sind nun im Werkzeugbau angelangt, ausgestattet mit den verschiedensten Werkzeugmaschinen zur Herstellung von verschiedensten Vorrichtungen bzw. Werkzeugen. Haben wir hier auch die Möglichkeit, diverse Werkzeuge zu härten oder nachzuschleifen? Natürlich ist dies auch möglich. Bitte gehen wir in den nächsten Raum. Wir haben hier im rechten Bereich unsere Flächenschleifmaschine, daneben unsere Rundschleifmaschine und im linken Bereich unsere Senkerodiermaschine bzw. unseren Härteofen mit dem entsprechenden Ödelbad zum Abschrecken der Werkstücke. Wir sind in der CNC1 Werkstätte ausgestattet mit einer computergesteuerten Drehmaschine. Die Ausbildung beginnt hier im zweiten Jahrgang. Unsere CNC2 Werkstätte ist ausgestattet mit computergesteuerten Fräsmaschinen. Für jeden Schüler einen Computerarbeitsplatz oder wahlweise eine für die Maschine geeignete Bedieneinheit. In der CNC3 kommen unsere Schüler dann im vierten und fünften Jahrgang im Bereich Werkstättenlabor mit der Aufgabenstellung, eine CAD-CAM-Programmierung durchzuführen. Ausgestattet sind wir hier mit der Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen und einer Fräsmaschine mit vierter Achse. Unsere neueste Errungenschaft, die Wasserstrahlschneidanlage der Firma STM. Materialgröße 1,50 m x 1 Meter und wir können damit Materialien schneiden bis zu einer Stärke von 100 mm. Leider konnten wir nicht alle Werkstätten präsentieren, wie zum Beispiel unsere Modelltischlerei, die dazugehörige Gießerei, die Kunststoffwerkstätten sowie Steuerungstechnik für Maschinenbau und natürlich auch diesen Raum, in dem wir uns befinden, zwar ausgestattet mit den tollsten Messgeräten, wie zum Beispiel optischer Scanner bzw. die zwei Messarme von der Firma Hexagon für taktiles Messen bzw. 3D-Scannen. Lieber Alexander, jetzt haben wir die tollsten Maschinen gesehen, auf denen die Maschinen bei uns ausgebildet werden, aber jetzt noch eine abschließende Frage, wer konzipiert und entwickelt eigentlich diese ganzen Maschinen? Natürlich der Maschinenbau. Würde mich auf ein persönliches Treffen freuen. Dankeschön.